Da ist aber einer heute mal richtig dreckig. Komm mal mit. Sag ehrlich, die Bowl? Die kann was. Passend zum Colorway. Wow, ein bisschen hell hier draußen. Denn wir werden uns gleich schön dahin pflanzen und das Ding mal ganz genau unter die Lupe nehmen. In letzter Zeit greife ich echt wieder sehr oft zum Meerlochkopf. Ist mal eine kleine Abwechslung. Da jetzt Cold Dev und AF Kiwi reinknallen und das Ding geht draußen bei der Hitze gut klar. Das hier, meine Freunde, ist der 7 Days aus der Nicht-TBD-Reihe. Der sieht auch so aus. Eigentlich, ich habe noch ordentlich was davon da. Da könnten wir eigentlich mal eine 7 Days Cold Dev Challenge mitmachen, oder? Wenn ihr das wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, trage den Schlauch nicht überm Shirt, sondern unterm Shirt, weil das Ganze kalt ist und weil das sonst nicht umherschlackert und es einfacher zum Transportieren gibt. Grüße gehen raus an dich, Mika. Und ja, ich habe wieder meine wunderschöne Tagesbrille auf. Die muss ich jetzt aufsetzen wegen Migräne, aber die funktioniert auch sehr gut als Sonnenbrille. Von daher kann ich die auch daily tragen, wann und immer ich will, sogar hier in diesem dunklen Raum. Es interessiert mich nicht. Es ist mir egal. Und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, der Autofokus funktioniert endlich mal wieder, denn ich habe eine neue Kamera und mit der gehen wir jetzt erstmal raus. Dann würde ich sagen, Schlauch ein und let's go. Und während ich das hier mache, bemerke ich, dass mit der Kamera das gar nicht funktioniert. Perfekt. Oder Kalaut hat aber auch schon mies gelitten, ne? Muss ich mir mal langsam einen neuen holen, wa? Natürlich heute alles passend in grün, farblich abgestimmt. Sogar mit Bowl. Aber ich weiß nicht, ob das so optimal ist, dass wir im Gegenlicht filmen. Vielleicht entscheide ich mich gleich nochmal um. Oh, der Cold Dev. Ja, okay, dazu muss ich sagen, es ist sehr, sehr früh am Morgen. Zumindest für meine Verhältnisse ist es 8 Uhr. Und ohne was gegessen zu haben, aber mit einem halben Liter Wasser in Toast, dachte ich mir, komm, machst du mal ein Köpfchen an und drehst mal ein Video über dieses wunderschöne Pfeifchen. Das ist übrigens die Geometry Hooker. Und die hat Dampf. Und dann auch? Da fällt mir doch glatt ein, wir haben die Begrüßung gar nicht gemacht. Jo, Leute, was geht? Back in the game. Remember my name. Wir haben hier heute die Geometry Hooker am Start. Das Ganze mit dem Cloud 1 Plus. Ihr raucht den gerne, ich rauch den gerne. Das Ganze mit zwei Cocobration-Kohlen. Eine dritte ist natürlich auf Teller angelehnt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal den Kohleteller zu holen, um die da drauf zu legen. Ich denke, in der Natur ist das schon verzeihbar. Hoffentlich fliegt mir die Asche jetzt gleich nicht ins Gesicht, weil der Wind kommt definitiv von da. Wir haben die Pfeife natürlich auch schon mal ausgepackt, live im Stream. Das Video dazu dürfte wahrscheinlich schon online sein, falls ihr das verpasst habt und da noch Bedarf habt, gerne mal vorbeischauen. Da haben wir auch die Shikawa mit ausgepackt. Ein sehr, sehr leckeres Teil. Also wenn ihr wirklich das Video verpasst habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall nochmal reinziehen. Die Pfeife ist ganz genau Geometry Hooker Little Bro Honeycomb Exclusive. Das ist eine Epoxidharz-Pfeife. Zumindest ist die Rauchsäule aus Epoxidharz. Kommt hier für 259 Euro und die Bowl gibt es nicht mit dazu. Die Bowl holt ihr euch extern. Es gibt eine klare Bowl mit dazu. Die hat dieselbe Form, ist aber halt klar. Für den Preis von 259 Euro muss ich erstmal sagen, da muss der ein oder andere von euch schlucken. Aber man muss dazu sagen, es ist eine russische Pfeife. Da kommt natürlich noch ein kleiner Aufpreis wegen Importkosten, weil das Ganze muss ja von Russland nach Deutschland kommen. Das ist jetzt nicht übertrieben viel. Die Händler wollen natürlich auch was verdienen. Ich finde den Preis für 259 Euro echt recht für das, was wir hier bekommen. Ich habe jetzt hier die Emerald-Variante. Die hat einen grünen Look mit so leichten Holzoptik. Das Ganze könnt ihr bei Elvano einkaufen und mit dem Gutscheincode ANGEL könnt ihr nochmal im Warenkorb, wenn ihr den da hinzufügt, ein gratis Geschenk zu eurer Bestellung abstauben. Das gilt auf das gesamte Sortiment, außer natürlich Tabak. Kuss geht raus an alle Supporter und viel Spaß beim Shoppen. Natürlich sind alle meine Rabattgutscheine und Codes und alles auf meiner Seite verlinkt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, falls ihr mal auf irgendeiner anderen Seite einkaufen wollt. Dazu muss ich sagen, es gibt erstmal einen Gumminoppen mit dazu. Der ist zwar leider aus Silikon, leider keine Kautschukdichtung, aber nice to have. Und dazu gibt es noch einen sehr, sehr guten Schlauch. Und da muss ich ehrlich sagen, dieser Schlauch ist einer der besten Schläuche, die ich jemals gesehen habe. Der ist dicker als normal, der ist wendiger als normal, der knickt nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob das ein Geometry-eigener Schlauch ist, weil ich sehe jetzt hier kein Logo drauf oder so. Auf jeden Fall ist es ein russischer Schlauch und man kann auf jeden Fall die Qualität daran sehr gut erkennen. Mundstück gibt es natürlich auch mit dazu. Eingelasert
mit Geometry Hooker. Ist halt ein Standard-Mundstück, aber ich finde es nice to have. Es ist mit dabei, also warum sollte man sich da beschweren? Also es ist quasi ein Komplettset ohne Kopf. Das, was man sich eigentlich wünscht. Meinen Kopf solltest du dir immer extern holen. Ich hätte es zwar schön gefunden, wenn die Pfeife noch als Stem kommen würde, also wenn man sie noch ohne Bowl bestellen könnte, weil eine Clear Bowl hat eigentlich jeder von uns zu Hause. Fangen wir an mit dem Kohleteller. Der ist natürlich aus Edelstahl, hat das Geometry Hooker Logo eingelasert, genauso wie hier auf dem Edelstahl Mundstück. Das Ganze ist sehr gut verarbeitet und ein kleiner Teller ist immer schön. Und ich habe hier eine Spinne auf der Bowl, WTF. Egal, du chillst da wohl, Bruder. Ich glaube, du machst hier keine Faxen. Die wird gleich so einen Nikotinschock erleiden. Holy shit, Mann. Die Rauchsäule ist Epoxidharz und kommt in super, super, super vielen Variationen. Schaut euch da mal ein bisschen auf Elvano um. Davon gibt es wirklich zig Auswahlvarianten. Ich, wie gesagt, habe jetzt hier die Emerald Style am Start in dieser grünen Optik mit diesem leichten Holz noch, mit dieser Holznachnote. Das gibt es einmal mit so im übergecutteten Style, das gibt es einmal hier mit diesem Honeycomb-Logo. Das ist so dieses futuristische, wie ich das jetzt betiteln würde. Das hat so ein Bienenwaden-Vibe. Ist halt Geometry Hookers Style-Element. Ich finde die, die ich jetzt habe, einfach absolut perfekt. Ich hätte mich noch für die Dragon entscheiden können. Aber ich habe mich dann doch für die Emerald entschieden, weil das Grün einfach besser dazu gepasst hat. Und ich wollte schon lange mal so ein Outdoor-Review drehen, deswegen hat es einfach optisch gepasst. Den Anschluss habt ihr eben gesehen, der ist seitlich hier an der Base vermacht und der hat zwei Gummidichtungen mit am Start, diese Gummiringe. Man muss dazu sagen, das Ding hält wirklich bombenfest. Du kannst es mit einer Hand nicht da reinmachen, das ist absolut unmöglich. Da muss man natürlich sagen, okay, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht? Das Ding hält wirklich bombenfest, aber wenn einer an der Pfeife aus Versehen ziehen sollte oder der Schlauch bleibt irgendwo hängen, die Pfeife wird definitiv umfallen. Was für mich jetzt kein Problem ist, weil die Pfeife steht immer neben mir, da rüttelt keiner dran. Selbst wenn ein Erdbeben kommt, das Ding steht fest. Aber muss ich natürlich immer erwähnen. Und es gibt keine Luftausschlüsse, keine Lufteingänge und so, weil viele Pfeifen mit einem seitlichen Steckanschlusssystem haben das Problem, dass sie Fremdluft ziehen. Die Geometry hat das nicht. Kommen wir zu Base. Die Base besteht aus, das Innenleben ist aus Edelstahl, genauso wie der Blow-Off. Und POM ist hier nochmal dieser äußere Mantel mit dem Geometry Hooker Look. Und man muss sagen, es ist selten im russischen Bereich zu sehen, dass sie sich für ein Launch-Blow-Off-System entscheiden. Das Ganze sieht dann so aus. Meiner Meinung nach sehr, sehr geil. Kennt man ja aus dem Hause Ian hier im deutschen Bereich. Die Russen haben sich jetzt auch entschieden, das Ganze in den russischen Markt zu übernehmen. Wir kennen das wahrscheinlich von der einen oder anderen Pfeife, wie zum Beispiel von der Alfauka. Die fällt mir jetzt gerade so spontan ein, die einen Launch-Ausblas-System hat. Finde ich geil, dass sich die Russen jetzt entschließen, das auch mit zu übernehmen. Und ich muss sagen, der Blow-Off ist sehr, sehr weich. Du musst dich wirklich gar nicht anstrengen. Das geht butter, butter. Weich. Da sind natürlich wahrscheinlich auch Kugeln drin verbaut, die kann man nicht mit rausnehmen. Ich hatte jetzt auch kein Problem mit Feuchtigkeit oder so, dass sich die Kugeln da drin festsetzen. Also da wirklich top Verarbeitung. Ich meine, das willst du auch für 259 Euro erwarten, oder? Das Tauchhaus natürlich aus Edelstahl, ein Daumen breit, was einen sehr guten Durchzug natürlich heißt. Und mit einem Innengewinde-Diffuser, was optisch zum einen schön ist. Und der Diffuser ist unten offen, dass wenn ihr mal ein Tabakblatt runtersaugen solltet, dass der nicht sofort verstopft. Also da auch verarbeitungstechnisch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch mal den Diffuser für euch dran getan. Ich habe jetzt hier das Mikrofon auf die Bowl gerichtet und mal sehen, wie sich das Ganze anhört. Wirklich sehr, sehr angenehm leise. Würde ich jetzt nicht unbedingt für Netflix empfehlen. Meine Freundin wird jetzt schon wieder sagen, das Ding ist viel zu laut. Also ich persönlich würde sie rauchen bei Netflix, aber meine Freundin ist halt absolut gehörempfindlich und die wird dann sagen, ey, das ist absolut zu laut. Nimm da lieber die Magnum, die ist da wirklich absolut silent. Aber man kann schon sagen, es ist eine sehr, sehr leise Pfeife. Und ohne Diffuser ist das Ding auf jeden Fall laut. Das knallt auf jeden Fall in der Bowl. Natürlich ist das eine Steckpfeife, da passen alle Bowls von 44 bis 46 mm Fassung drunter. Da das eine Steckvariante ist, könnt ihr da so Bowls wie Caesar oder so ganz easy drunter packen und sieht auch wirklich sehr, sehr geil aus. Perfekt, bei diesem heißen Wetter hat sich dann auch mein Handy verabschiedet, wenigstens lässt mich die Kamera nicht im Stich. Alles in allem wirklich eine sehr, sehr gelungene Pfeife aus dem Hause Geometry Hooker. Da gibt es ja die ein oder andere Pfeife auf dem Markt, von denen schon, die schon Rekordverkäufe erzielt haben. Und man muss wirklich sagen, Geometry ist eine Marke, auf die man sich wirklich verlassen kann. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da für den Algorithmus. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr und die werden euch in der Abo-Box angezeigt. Wir sehen uns zu meinen Livestreams, die montags, mittwochs und freitags und am Wochenende spontan stattfinden. Auf YouTube und Twitch, AngelCloud und AngelCloud unterstrich. Wir sehen uns, euch einen guten Rauch, genießt das Wetter, solange wir dieses schöne Wetter genießen können und macht's gut, Freunde. Haut rein, wisst ihr, was ich meine.